Benzen ihre Kinder morgen auch die Schule? Dann demonstrieren nämlich wieder Jugendliche in 170 deutschen Städten für den Klimaschutz und verstoßen dabei leider Gottes bewusst gegen die Schulpflicht. Klar, dass das bestraft werden muss, sagen die einen. Die anderen allerdings fordern, lasst unsere Kinder friedlich demonstrieren. Was ist jetzt richtig? Freitag ist Demo-Tag. Statt zur Schule zu gehen, demonstrieren Jugendliche in weltweit 80 Ländern für mehr Klimaschutz. Initiatorin der Bewegung ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die mit ihrem Engagement zum Vorbild einer ganzen Generation geworden ist. Aber ist es wirklich eine gute Idee, für die Fridays for Future-Demonstration die Schule zu schwänzen? Wann denn sonst erstens? Und zweitens, wenn sie nicht damit anfangen zu lernen, ihre Meinung auszudrücken, ist doch die Schulzeit die beste Zeit dafür. Ich meine, in der Schule lernt man doch fürs Leben, oder? Ich finde das gut, dass die fürs Klima und für diese Zwecke protestieren. Ich finde es nicht gut, dass sie dafür nicht zur Schule gehen. In der Schule lernt man nicht alles. Und politisches Engagement ist sehr wichtig. Also ist es genau, damit wäre ein Lehrziel erreicht, meiner Meinung nach. Dass Schüler sich engagieren für solche Zwecke, das halte ich für gut. Aber die Schule muss man dadurch nicht schwänzen. Schulpflicht vor Demonstrationsrecht oder doch umgekehrt? Und sollten die Schüler für ihr Fernbleiben von der Schule bestraft werden? Ja, sagt Bildungs- und Jugendforscher Klaus Horelmann. Die Schülerinnen und Schüler erklären ausdrücklich, wir streiken. Das heißt, sie sind sich dessen bewusst, dass sie gegen Regeln verstoßen. Sie schwänzen die Schule aus Kalkül, absichtlich. Und deswegen ist ganz klar, und das wissen Sie auch, dafür müssen Sie sanktioniert werden, dafür bekommen Sie Strafen. Und das ist ganz offenbar ein Bestandteil Ihrer Protestidee. Die Initiatorin Greta Thunberg geht bereits seit mehreren Monaten freitags nicht mehr in die Schule. Auch die 15-jährige Luna Niesler nimmt regelmäßig an den Fridays for Future-Demonstrationen teil. Für mich ist die Demonstration nicht nur dieses Demonstrieren für meine Zukunft, sondern eben auch Interaktion mit gleichaltrigen Menschen, mit anderen Meinungen, dass man sich austauscht. Mutter Anja unterstützt ihre Tochter, wenn es um die Klimaproteste geht. Ich begrüße das sehr. Ich finde das ganz großartig, dass sie das tut, weil es gibt dafür eigentlich nur Pro-Argumente für mich. Und das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass in den Zeiten, wo Demokratie ja auch wirklich aktiv gelebt werden muss, sie etwas tun, wo sie das Gefühl haben, da sind sie nicht alleine, dass sie ihr demokratisches Mitbestimmungsrecht einfach auch wahrnehmen, lernen. Luna kann an ihrer Schule einen Antrag stellen. Darin muss sie gut begründen, warum es für sie wichtig ist, wegen dieser Demo der Schule fernzubleiben. Ihre Mutter muss dem Antrag zustimmen und die Aufsichtspflicht für den Zeitraum übernehmen. Und dann ist es deren Aufgabe, sich zusammenzutun, Plakate zu basteln. Wir wurden gestern auch gefragt, ob wir unser Schulmikrofon weitergeben können. Das machen wir natürlich. Aber es geht auch darum, dass es schon mit Anstrengungen auch verbunden sein muss. Doch Anstrengungen sind nicht genug, sagt Klaus Horelmann. Wenn ich Rektor einer Schule wäre, dann würde ich mir genau klar machen, welche rechtlichen Möglichkeiten ich habe. Ich muss die Schülerinnen und Schüler bestrafen. Ich muss darauf reagieren, dass sie die Schule schwänzen. Strafen, ja oder nein? Luna würde das in Kauf nehmen. Allein durch diese Diskussion lenken die Schüler die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema, das ihnen so wichtig ist, den Klimaschutz. Das ist wirklich eine so tolle Aktion, was die Kids da machen. Ich ziehe da wirklich von Herzen den Hut.